und damit sind wir da für die oder zur ersten Partie des heutigen Abends und an meiner Seite heute mal ein völlig fremdes Gesicht. Der liebe KV hat sich bereit erklärt. Grüß dich. Völlig fremd, hallo. Ja, komm, also als Co-Mod schon. Ja, das ist richtig. Bei dir auf jeden Fall. Ja, siehste. Ja, so unbekannt bist du. Du warst bei Venom und bei Knochen warst du öfters, gell? Nee, bei Knochen auch noch nicht. Sag ich doch, du warst bei Knochen noch nie, aber bei Venom warst du. Ja. Einmal, zweimal, dreimal, viermal? Zweimal, glaube ich jetzt. Also es heißt... ich weiß auch nicht. Ja, fängt ja gut an. Ich verdränge das immer ganz schnell bei dem. Oh, das ist aber nett. Bei mir hoffentlich nicht. Hoffentlich, dass du morgen... Ach, wenn ich höre, sonst lässt er mich nie wieder bei sich schlafen. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ja. Wir hatten eine kleine Affäre. Ja, ist okay. Gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein. Ich kann mich auch kaum noch dran erinnern. Schnell aus dem Gedächtnis raus. Ja, war eine schöne ESWC-Qualifikation, sagst du ja. War toll. Ja, ehrlich. Wir haben jetzt im Moment immer noch 9 Spieler am Server. Ich habe die Hoffnung, das haut zeitlich ungefähr hin, aber naja. Aber wir können ja gerne nochmal ganz kurz über dich reden. Du bist im Moment ja eigentlich alleine. Ist richtig? Solo. Ja. Im doppelten Sinne weiß ich nicht, aber zumindest ist es im Spielerischen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei MTF haben wir ja nach dem dritten Spieltag gesagt, dass es so keinen Sinn macht, weiterzumachen. Und dann hatte ich auch nicht mehr wirklich die Motivation. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, probieren wir was Neues aus. Enno, also Faes und ich sind dann rausgegangen. Beidseitigen Einverständnis. Und wir haben halt probiert, dann auch irgendwie ein paar Punkte zu sammeln. Okay, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie im Streit oder sowas auseinandergegangen, sondern es ist dann nicht mehr so. Also wir haben ja wirklich schon 2 Jahre eigentlich zusammengespielt. Also Kevin und so kenne ich ja wirklich schon Ewigkeiten. Und da braucht man dann, glaube ich, auch nicht im Streit auseinandergehen, wenn man schon so lange miteinander spielt. Ja, sehe ich ähnlich. So, für die Jungs sollte es jetzt eigentlich gleich in die Knife-Round gehen, hoffe ich. Hoffe ich. Mindestens sind die Teams ready. Ja, USSR noch nicht so ganz. Sind bei dir schon was in Aussicht? Sagst du irgendwie Optionen, die da ist? Oder hast du überhaupt noch Lust? Hast du noch Motivation? Das werde ich in letzter Zeit öfter gefragt und ich weiß selber nicht wirklich. Also die Verpflichtung, so mit der EPS montags da den ganzen Abend spielen zu müssen und mit den ganzen Trainingseinheiten, die man dann wirklich auch braucht, um erfolgreich spielen zu können. Das nervt mich teilweise, vor allem weil ich ja noch relativ viel Fußball spiele. Da hat man dann fast gar keine Freizeit mehr. Ja. Aber eigentlich würde ich schon gerne weiterspielen in irgendeinem jungen Team, keine Ahnung. Das ist jetzt nichts gegen die Leute, mit denen ich vorher gespielt habe, aber wenn man mit Leuten 2 Jahre zusammengespielt hat, dann sucht man auch eventuell was Neues. Und ein paar Angebote habe ich jetzt bekommen. Ich kann halt mal überlegen, ob das was für mich wäre, beziehungsweise ob ich da wirklich Lust drauf habe. Nicht, dass ich dann nach 1 oder 2 Wochen sage, nee, sorry Jungs. Ich möchte doch nicht weiterspielen. Von wem hast du Angebote bekommen? Ja, das ist... Ach, schade. Ich hab gedacht, ich könnte irgendwie... Naja. Das rauskitzeln. Das ist was wert. Von Knochen. Von Knochen? Ach so. Ja, Knochen und ich machen jetzt ein Team. Female Team, oder? Ja. Mit dir. Geschminkt. Nee, das verstehe ich nicht. Einmalig, ne? Aufgelöscht. Das habe ich wirklich aus meinem Kopf gelöscht. Also da gibt es, glaube ich, noch ein VOD. Nein, von. Da gibt es keine VODs von, da gibt es auch keine Bilder von, da gibt es überhaupt nichts von. Wir gehen jetzt aber in die Knife Round zwischen US. Oh, ich war doch nie so perfekt. Knife Round zwischen LGB und USSR. Ich fange so gar nicht erst an, Freundchen. Nee. Ich weiß auch gar nicht, was ich meinte. Die beiden, also USSR wird dir ja sicherlich auf jeden Fall was sagen und wahrscheinlich auch, ach anders, LGB wird dir auf jeden Fall was sagen, aber wie sieht es bei USSR aus? Gibt es irgendwas auch, oder? Also wir haben gegen USSR viel mit MTF gespielt und da sogar gewonnen und das hat schon mal geil. Das ist aber lieb ausgedrückt. Ja, gegen USSR haben wir eigentlich wirklich relativ viel trainiert damals. Also eigentlich, ich kenne die Jungs eigentlich relativ gut und weiß auch, wie sie spielen, nur auf das 2 leider gar nicht. Also schätzt du LGB auch auf jeden Fall stärker an? Ja, meine Münze ist auch auf LGB, weil die sind einfach ultra krass. Ich bin ja so ein kleiner Olaf-Meister-Fan. Ich auch, also ich feiere den auch total. Der ist richtig heftig, der Junge.
kann auf jeden Fall richtig was. So, und wir schauen mal. First Round direkt Special auf kurz. Naja, ist eigentlich vom Prinzip her gar nicht so schlecht und Skyton ist da. Ah. Auf Informations. Sammeln. Auch B. Info hat er und B selbst ist frei. Also, ich bin für Retake. Und wenig HP schon bei USSR. Flamey und Keep It Real. 2 und 9 HP. Alle mit Kevlar unterwegs bei MTs. Die CTs haben noch relativ viele Granaten. Ist natürlich auch sehr, sehr schwer jetzt zu halten. Also, komplett ohne Granaten. Geht eigentlich. Die CTs sind halt mega low. Also. Sehr schön. Also, immer schön weil das perfekte Mittel eigentlich gegen Taktik, die da USSR gespielt haben, dieser B-Contact, haben wir auch früher immer gespielt. Einer ist halt Mitte einfach runtergefahren, hat einfach nur Info geholt und der Rest ist B drauf geschlichen. Der hat halt gar keinen Kontakt. Der einzige Spieler, der ihn da gesehen hat, war der Spieler am Loch und dann waren sie sofort auf dem Spot drauf, ohne wirklich HP zu verlieren. Zweier Cars und zwar in die eine Galil, zweier Cars. Beide Tracks entlang. Die Kittes wollen auch sofort forcen, auf jeden Fall in der nächsten Runde. Die haben auch gar nichts gekauft. Genau die richtige Entscheidung, da auf jeden Fall auf Cars zu gehen. Crims war eine Karte. Oh, schlechtes Timing von Crims. Der geht genau weg, wo der City vorkommt. Ist da nicht so gut. Flame in der Mitte. Down. Jetzt ist nur Maus, der hat eine P250 und jetzt hat er versuche noch irgendwie wegzubringen. Wie auch immer. Wenn er nicht gejagt wird, ich gehe nicht davon aus, dass sie ihn jagen. Geld ist halt trotzdem mega mies, was sie jetzt haben. Wir haben halt kaum Kills. Direkt schon bei XM wieder. Sie rechnen halt auch damit, dass sie kaufen, ja. Aber sie kaufen halt wieder nicht und dann machen zwei aus Pool Spaß. Und ne, die haben P250 gekauft, ne? Ja, die HE sitzt gegen Maus in der Mitte. Es gibt dann 2 mit 3. Dann geht down, jetzt ist es nur noch Maus wieder als letzter. Auch keinen Frag mehr setzen und das heißt, sie haben in 3 Runden einen Frag gesetzt. Ja. Es ist ein bisschen komisch, was die machen. Das haben sie früher auch schon immer gemacht. Kaufen in der zweiten Runde nicht so halt, so wie es Very Games so machen, 250 Helm, sondern die sparen dann wirklich einmal full, gucken, ob sie Frags bekommen, die dann irgendwie wirklich in der dritten kaufen können. Anstatt da ein bisschen zu forcen und probieren, die Runde zu gewinnen, so haben sie halt 2 Runden, die sie eigentlich gar nicht holen können, wenn die TS keinen dummen Fehler machen. Jetzt aber wieder schnell B. Jetzt geht's ganz schnell B. Auch wenn Dennis da schon einen Headshot kassiert hat, aber. Er weiß gar nicht, wie er wie in der First House und die CTs haben 2 AWPs. Also eigentlich sollten sie jetzt direkt wieder weggehen schon. Das bringt überhaupt nichts. Auch wenn es jetzt bitter ist, natürlich 4 Waffen wegbringen zu müssen, aber mit 2 AWPs den Retake an B zu machen, schon enorm schwer. Der Spieler war einfach nur gefangen. Ja, XM auch noch mit der AWP. Mal gucken, ob sich das jetzt weiter trauen, den B auf Retake zu spielen, weil das hat ja jetzt 2-mal nicht geklappt. Den wieder relativ also gut es, es sollte ja. Zumindest sollten sie es jetzt raffen, dass sie es nicht nochmal machen, aber. Beziehungsweise die Schlüsse daraus ziehen, wie sie es halt irgendwie aufhalten können, also wie sie früher halt Frags kriegen, um dann besser retaken zu können. Sie halt wissen, dass beispielsweise T-Base noch einer steht, den halt erst pushen. Jetzt geht's wieder B raus, einfach durch die Smoke. Ja, Olaf. Das ist eigentlich gut, Olaf schon sehr, sehr weit, aber. Ah, steht hinter der Smoke und muss nur abzielen. Eigentlich mit so einem Maus noch mit dem Fragen. Jetzt ist nur Dennis, der sitzt in der Smoke mit der AWP. Ja, Freude.
Wissen aber auch nicht, wo er ist. Ah. Maus zieht dahin. Boah, setzt noch den Headshot. Gegen Maus und damit die erste Runde für USSR. Diesmal auch die B-Go vernünftig aufgehalten. Diesmal standen sie auch, glaube ich, fast zu zweit am Spot. Also einer stand Doppelkiste. Einer stand an der Door. Ich glaube sogar noch einer am Loch relativ schnell. Ja, am wichtigsten war der Plateauspieler eigentlich. Der hat Olaf sofort geholt, wie er halt durchheizen wollte. Dann kam der Torspieler rein und macht direkt den zweiten. Kurzboost jetzt und Dennis kann lang abziehen schon mal. Mit der AWP. Gute Gegenflash gegen die Kurzspieler, aber er macht trotzdem einen. Er sitzt halbwegs. Der zweite sitzt auf jeden Fall. Lang ist eingenommen, jetzt haben die Tätig natürlich ein kleines Problem, weil sie kurz relativ weit zurückgedrängt wurden und über lang gar keine Kontrolle haben. LK stirbt jetzt wahrscheinlich an lang. Boah, Dennis, zwei Frags aus der Grube. Jetzt hat Mild natürlich Probleme. Sehr schön von Mild. Schön. Den musste er auch machen. Den wird er nämlich von kurz auch noch weggenommen. Der CT-Spieler muss jetzt die Runde gewinnen, aber er wird gut dashed. Wieder mit Flamey auch noch. Und das ist nur noch Exam gegen zwei. Dann darf er nichts mehr holen. Sehr schön. Zweite Runde USSR in Folge. Und vom Geld her trotzdem noch natürlich Genüge da. Bei LGB, die haben in den ersten Runden sehr wenig abgegeben. War trotzdem nicht gut gespielt von LGB, weil die hatten ja Kontrolle über lang und die Kurzspieler haben dann einfach zu lange gebraucht, obwohl ich weiß gar nicht gerade wer es war. Die AWP an lang hat halt zwei Frags gemacht, dann hätten die Kurzspieler eigentlich zügig durchrennen können. Dann hätte der auf dem Spot Mild halt keine zwei oder drei Spieler gemacht. Jetzt gibt's einen B-Split wahrscheinlich. Sie haben B stehen. Aus auf Plateau. Oh, Flamey, sehr schön. Im ersten. Kann er eigentlich auch noch holen. Und jetzt muss man auch schon zwei Leute machen, damit er überhaupt gewonnen werden kann. Ja. Ist halt dann auch wirklich nicht gut, wenn er dann an B hocken bleibt und sein Mate rauspusht. Also, wenn sie es beide vielleicht so machen, dann wäre es viel, viel effektiver. So ist er natürlich komplett gefangen. Wir wollten so spielen, wie es halt am Anfang immer gespielt wurde, dass einer vor B steht und dann einfach nur die Flash von dem Plateauspieler kriegt. Mild über Loch. Oh, sehr schön, keep it real. Probier. Noch Crims. Crims. Gegen die AWP. Ist ein bisschen überfordert gewesen, aber... Boah, geht down. Er hat halt noch Richtung zweite Box gezielt auf dem Plateau. Spieler war doch von Katas angesagt, oder nicht? Sollte, also, ne? Also... Ja. Sollte! Aber... Weiß ich nicht. Ich werde nachher mal in der Halbzeit eine kurze Soundumstellung machen. Erinnert mich da bitte dran. Dann sollte es eigentlich gehen, dann sollten wir auch besser zu hören sein. Das ist er jetzt wieder in der Eco. Der Fall. Olaf geht einfach mal B. Ja. Einfach mal drauf fahren. Wenn man Olaf heißt, kann man das machen. So, und jetzt wieder der Retake. Wieder auf B. Also, es ist egal, was gerade auf B gemacht wird. Irgendwie klappt da alles. Also, auf den Spot kommt immer. Und dem fünften gönnt er sich jetzt auch noch in der Base. Oder auch nicht. Ja, doch. Olaf, Olaf. Ne, Olaf guckt nicht hin. Ah, schade. Dennis macht ihn dafür. Und das ist die 6. Also B ist halt echt der Schwachpunkt gerade bei ihm. Haben eben probiert, halt das mit diesem AWP Kurzboost direkt eigentlich einen Spieler dann in der Mitte zu holen, dass sie es halt leichter haben, wenn sie B drauf rennen. Geht's halt wieder mit 3 Mann Richtung B, aber jetzt kommt der Molly. Hat der jetzt wieder den First Back gemacht in der Mitte? Oh. Und jetzt geht's wieder ganz, ganz schnell. Sie laufen nicht vorbei, sie laufen dann wild vorbei. Oh, Sküten, was ein Frack. Jetzt noch Exe mit der AWP gegen 2. Küten dreht sich halt einfach mal um und gibt ihm. Kann man so machen. Das wird enorm schwer zu holen sein für XM, aber ich glaube, die Bombe ist. Ja, die Bombe kann er sogar picken, theoretisch. Vielleicht sollte er auch einfach mal zur. Der K hat auch immer noch die AWP da. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum er die. Ja, jetzt wechseln. Ja, jetzt kriegt er noch Mitte. Hätte er vielleicht sogar früher picken sollen. Nächste Runde USSR.
Bisschen arg überhastet gerade gespielt. Ja, es ist halt, wenn du jede Runde auf B drauffahren kannst, wie sonst was, dann, ja, setz dann den Kopf gerne Gas mal auf. Pedal ja, dann aber. Dann ist W auf jeder Taste. Das ist ganz komisch. So, jetzt machen sie mal was komplett anderes und nehmen lang ein. Ah, schön. Da steht eine Arve. Ah, gute Flash ist da. Keep it reasonable. Der hat natürlich jetzt Probleme, wenn sie da lang vorkommen. Einen macht er und jetzt weiß er nicht mehr machen können. Ja. Bombe auch rüber gedroppt. Also, theoretisch könnten sie jetzt sogar zwei Leute lang abstellen und die Bombe für lang legen. Das wäre vielleicht so der Idealfall. Dennis Was ist halt jetzt ganz gut wäre, wäre eigentlich, wenn noch eine AK hinten lang rausgeht. Wäre die Runde eigentlich mega safe. Ja, Mild kommt jetzt von lang. Dennis mit AWPC da aber hin. Der hat. Oh Gott. Geht auch dann. Siebte Runde, also es ist sehr, sehr solide. Da sitzt einfach das Aiming bei LGB gerade. Und USSR ist halt mega im Strudel. Müssen jetzt sogar zweimal sparen wahrscheinlich. Boah, Dennis hat den Frag in der Mitte. Da ist schon wieder einer mit heraus und B ist halt auch schon drauf. Bomb has been planted. Das ist halt. Ja, ja. Keine Ahnung, es sitzt halt auch gerade einfach jeder Schuss bei LGB im Vergleich zu USSR. Aber ist noch nicht verloren. Ja, nee, das Problem das ist halt, dass sie jetzt halt wirklich noch einmal eigentlich sparen müssen. Außer sie geben Mild halt irgendwas. Ja, ist aber auch eigentlich die richtige Entscheidung. Das wäre halt eigentlich die richtige Entscheidung gewesen, davor wieder Kevlar wenigstens dazu zu kaufen. Weil. Keine Ahnung. Weil keine Ahnung. Das ist eine Argumentation. Nee, ich verstehe nicht, warum sie es nicht macht. Weil es hat sich ja eigentlich so etabliert, dass man es macht. Und das ist ja eigentlich auch sinnvoll. Und da verstehe ich halt auch nicht, warum man dann noch eine Deagle spielt. Also, aber gut. Es ist ja eigentlich eine verschenkte Runde, wenn du vorher, wenn du weit und zweimal sparen musst, du richtig Money broke bist, dann eine Pistole plus Weste kaufst, kommst du immer noch hinterher nach zwei Spars, also nach dieser quasi Halbkaufrunde und einer kompletten Fullspar, auf das Geld für eine ordentliche Waffenrunde. Ja. Ja. Ah. Also Kurzpush hat eigentlich, glaube ich, jetzt zwei oder dreimal so, zweimal, glaube ich, geklappt. Ja, jetzt werden so noch die Smokes stich geschmissen, also ich weiß es nicht. Das jetzt wird schnell lang eingenommen, aber da stehen drei Leute von USSR. Keep it real, wenn er da nicht sofort rumzieht, beziehungsweise nicht sofort schießt, nimmt er die Arve Dennis da aus dem Spiel, wenn er nur abzielt. Und jetzt steht Mild da mit der Arve und ist auch blind und geht down gegen Skeeten. Also es ist ein himmelweiter Unterschied. Es ist nur noch... Ja, Maus aus der Base. Jetzt auch down gehen. Dennis mit dem Frag. Ja, die haben natürlich, die haben richtig Gas. Also Dennis mit der AWP pusht da einfach sich die Base rein. Nächste Sparrunde bei USSR und ja, sagen wir es mal so, das Maximum, was sie noch holen könnten, wären 5 CT-Runden und das ist schon ja, eigentlich so das Minimum, was man haben sollte. Nicht überhaupt. Also ist schon. Und jetzt gibt's viel. Wieder B-Gas. Stirbt als erstes gegen Crims. Crims mit dem nächsten. LK noch und keep it real. Das kriegt auch noch von T-Base, von der Krieg die Hits. Das ist natürlich doppelt bitter. Oh, Execution. Ah, die AWP werden sie halt niemals durchbringen können. Och, die HE sitzt, glaube ich. Oh. Was eine HE. Und Ex immer noch mit dem nächsten. 11. Runde. Und jetzt nochmal die letzte Buy-Round für USSR. Ja, und alles oder nichts. Fast nichts. Jetzt mal ein First Bank bei USSR, aber direkt wird der Refrag gemacht.
Aber das ist halt sowas, was wir auch bis jetzt kaum gesehen haben. So eine langsame Runde. Die hat halt eben einmal AGB verloren, kurz zur Strecke gegangen sind. Dann lang hat halt Olaf eigentlich mega das Timing. Ja. Na gut, ja, warum sollten sie auch langsam spielen? Jede schnelle Runde hat bisher geklappt. Ist auch überhaupt kein Fokus. Mild guckt halt nur Richtung lang. Obwohl Keep It Real von der Base eigentlich Richtung lang gucken könnte und er kurz gucken könnte. Das läuft überhaupt nicht gerade. Also das ist ja 12 zu 3 die erste Halbzeit für LGB. Also das ist. Puh! Überfahren. Ich würde sagen, die Piste und Halt auch immer psychologisch eigentlich relativ unglücklich, wenn du direkt einen B-Rush kassierst in der ersten Waffenrunde, dann weißt du, dann hast du eigentlich immer Angst, dass die Gegner es halt nochmal machen. Und wenn man dann nochmal anschaut, das Skitten einfach nur viermal, die ganzen Frags, das ist einfach eine Katastrophe eigentlich. Die Runden sind nie knapp ausgegangen. nee, stimmt. Da wird wirklich nicht eine knappe Runde, ne? Ja, okay, die eine knappe Runde war halt da, wo er an der Big Box auf B halt noch mit seiner AWP den hätte Ja, holen stimmt, können. ja. Das 2-on-1. Aber die Runde war auch vorher eigentlich schon verloren. Da hat AGB auch ein bisschen gedaddelt. Ist ja klar, wenn du merkst, du kannst die ganze Zeit überall drauf fahren und es klappt überall, dann Ja, ist. so wie Skitten einfach mal gerade in die CT-Base reinjoggen. So, zweite Halbzeit, 12 zu 3 die Führung für LGB. Trotzdem müssen sie natürlich als CT jetzt auch erstmal auftrumpfen. Also die Piste wichtig für USSR. Okay, dann sitzt allerdings. Oh, Headshot gegen Dennis da in der Mitte. Der hat nichts mehr. Und Headshot offscreen. entlang. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Spieler da close rechnen. Ja, jetzt schon. Ja, der müsste jetzt eigentlich auch geholt werden. Shrimps geht down lang. Maus in der Sieht Mitte. eigentlich gut aus für USSR. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich am Spot geboostet und sie überfahren gerade lang. Ja, Dennis ist eigentlich noch mit einer guten Position, aber. Er wird da keinen machen, wenn die. Aber er hat da gar keinen Fokus. Keiner hat Fokus auf Titelwelt. Und wenn er da ein bisschen Luck hat und den zweiten direkt wegnimmt, weiß ich nicht, wie. Oh je je. Trotzdem, Piste für USSR. Und jetzt Und sieht man jetzt das, das was ich eben Comeback. angesprochen habe. Jetzt forst einfach mal AGB sofort. Und wenn sie die Runde jetzt holen, das wäre halt richtig Bitte. bitter für USSR. Da gehen auch drei Leute Richtung lang und da will sofort rausgerammt werden. Lock Boah. noch ein. LK, aber 3 gegen 3 Situation. Immerhin die Nova noch am Mann, bei Dennis in der Mitte. Wenn Na, Crimson. Krimst wird jetzt wahrscheinlich sterben. Er möchte wahrscheinlich eine Waffe gleich haben. Oh! 3 AP noch bei Keep It Real. Ja, und Dennis steht da jetzt um echt eher bescheiden. Aber USSR Ist aber auch. eigentlich immer noch offen. Ja, extrem vorsichtig auch. Haben da also Angst, dass da lang noch einer ist. Und jetzt hat LGB einfach ein super Timing, wo sie Mitte hochpushen. Einer muss eigentlich lang abgestellt werden, weil sie werden wissen, dass sie eigentlich an die Waffen kommen möchten. Ja, Mild steht da. Macht es halt mega vorsichtig. Ja, ist aber auch verständlich. Ich meine, gerade eh in der Situation, die wir brauchen. Noch ein Headshot. Ohohoho. Außer mit 24. Ja, bringt die Nova weg für die nächste Runde. Ja, die Runde, auch wenn jetzt drei überleben, war trotzdem enorm knapp. Kann halt ganz anders ausgehen. Also an lang macht Olaf sofort den ersten Frag und dann, wenn Krims den halt noch im Tor tötet, dann ist die Runde wahrscheinlich schon gewonnen. Ja, und wenn vielleicht dann auch noch. Ja, das war ja, wie war's? Keep It Real, glaube ich, ne? Der mit 3 AP rauskam. Ja. Wenn der fällt. Pff, und dann nicht sofort der Refrag passiert, dass Crimson da wegkommt. Dann weiß ich nicht. Trotzdem Nova wird durchgebracht. Fünfte Runde für USSR. Jetzt gibt es halt die Full Spar. Wird wieder lang rausgegast.
Ja, tasten sich auf jeden Fall langsam und vorsichtig vor, obwohl Maus da schon sehr, sehr weit an damit. Aber mit viel Respekt und dem Headshot. Und jetzt pass auf, wer ist das, der da mit hier oben ist? Der kann gleich die Bombe erschießen. Ah. Ja, kann. Aber wieder, also keep it real mit 14 HP, Maus mit 16 HP. LK auch noch mit wenig HP, wenig, aber auch nicht mit Pull und Dennis mit dem Frag hat das unten. Und hat jetzt eine AK. Oh, wie vorsichtig sie sind. So viele Equip haben sie auch nicht mehr. Jetzt kann Dennis sogar eventuell welche machen. Exem noch am Spot. Oh, Exem nimmt die Bombe raus. Exem mit dem zweiten. Exem. Und der letzte ist mega low. Oh! Das ist bitter. Aber das ist dann halt, wenn du auch zu vorsichtig spielst. Also man merkt richtig so ein bisschen, dass USSR, ja, ich will jetzt nicht sagen verunsichert, aber wir sind halt extrem vorsichtig. Dennis kriegt halt Cutters unten einen richtig, richtig leichten Crack, weil USSR gar keine Kontrolle mehr über die Mitte hatte und der Low Cutters rein konnte. Eigentlich ist es ja eine Position, die man checken sollte, wenn man weiß mal. Ja, ja, der Cutters unten Spieler hätte da auch mal hingucken können, aber. Olaf hat gerade aber auch Bock. Der rennt einfach durch jede Smoke. Jetzt ist es wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Es wäre halt jetzt gut, wenn sie lang rausgehen würden, wenn sie die Runde wahrscheinlich sogar gewinnen. Jetzt aber die Frags dann kurz kassieren, weil Keep It Real damit der Arbe voll contactet, dann wird schon schwierig. Ja, die Runde sieht eigentlich ganz gut aus für USSR. Ah, jetzt gibt's einfach einen verzögerten A-Split. Können die CTs eigentlich nicht halten, so wie sie stehen. Maximum Spot darf halt jetzt nicht. Drei Leute, die von kurz kommen, machen. Entscheiden sich nochmal um. Ja, nee. Einer nur lang geblieben. Der Go gemacht. Ah, wichtig. Der Frag am Spot war mega wichtig von Maus. Aber Crims hat eigentlich einen guten Move gerade. Also der ist sehr, sehr früh am Spot da. Also theoretisch. Ja, okay. So viel dazu. Ja, Dennis bringt die Arbe weg und Crims sollte eigentlich das gleiche machen. Gleiche, ja. Schwer. Die T's sollten sie einfach nur lassen. Dann sie halt die kleinen Waffen mitbringen, so viel Geld ist auch nicht da. Absolut nicht. 100, 400, 1000, 300, sie müssen jede Waffe durchbringen jetzt. Gerade durch die Eco, die sie da eben verloren haben. Wieso wusste ich, dass Foppa im Chat sein wird, wenn du hier bist? Ja, er hat mir gerade schon geschrieben, dass ich den lieben Tobias Devin suchen grüßen soll mit einem ganz großen Herzen. Wen? Den? Devin. Kennst du Devin? Achso, ja, ich hab's nur nicht verstanden, weil gerade geschossen wurde. Natürlich. Kennst du Devin? Ja, kennst du Get Right? Nee. Oder soll ich das sagen sollen? Also oh Gott, Devin jetzt Ego Boost. Ego Boost, Achtung. Schneidet der raus. Ja, ich glaube auch. Also wieder Langgas, Maus im vordersten Front. Nee, mit dem Frag. Olaf ist noch an Lang. Guck mal, Olaf. Kein Kontakt mehr, ist jetzt alleine. Oh, eigentlich nicht wirklich viel passiert. Wir gingen 4 und noch nichts eingenommen, wirklich von USSR. Jetzt wird halt Mild an Kurz wahrscheinlich durchgeschickt. Das könnte jetzt echt gefährlich werden für USSR, weil AGB schon mit 3 Leuten an Lang steht. Also, aber sie scheinen Mitte rausgehen zu wollen, was eigentlich noch die beste Entscheidung wäre. Absolut. B ist nämlich im Moment nur, wer ist denn da? Crims. Der muss jetzt eigentlich für eine Seite. War ziemlich gesplittet, LK ganz alleine. Oh, Crims. Nee. Ja, macht ihn. Das ist noch der Cutter-Spieler und das ist Mild. Das müsste klar sein, dass er aus dem Cutter kommt. Mild. Schöner erster Frag. Auch noch Headshot gegen Dennis. Bombe kann er theoretisch auch noch legen.
Olaf kommt aber schon von Katas. Das ist natürlich jetzt mit dem neuen Bombenplan echt schwer für die CTs einzuschätzen. Ja. Aber ich find's gut, also es ist für mich, ich finde, das ist ein super Element. Also ich hab's erstmal richtig schön geflamed, wie ich echt? Davon gelesen habe, und dann habe ich gespielt und es macht echt Bock. Ich find's auch gut. Also es ist für die CTs nochmal, für die Ts nochmal ein kleines neues Element auch für ein Fake und ähnlichem, also. Ja, ich kannte es ja nicht von Source. Also. Ich auch nicht. Und das ist eigentlich echt cool geworden. Auch das mit dem Schleichen über Granaten, dass man das nicht mehr hört, das ist auch eigentlich wirklich genial. Ja, das sind halt so kleine Sachen, die sie halt ändern, die vollkommen richtig und wichtig sind. Und wenn das so kontinuierlich weitergeht, dann, ja. Wer weiß. Wird das Ding vielleicht nochmal richtig groß hier. Und gut. Das hast du jetzt gesagt. Aber jetzt B-Split. Aber es ist eigentlich schon wieder so offensichtlich, weil sie einfach noch gar nichts eingenommen haben. Dennis. Mit dem ersten. Down. Und jetzt Krims. Das Spiel ist auch schon sehr, sehr schnell durch die Smoke. Oh, und der Spieler nicht gesehen. Da steht ein Spieler close. Keep it real. Geht aber down. So, 3 gegen 3 Situation jetzt. Warten sie wahrscheinlich wieder, bis Olaf da ist. Ich jetzt in den Cutter sehr viel tun. Schönes Ding von Flamey. Schöne Flash. Wisst ihr, was einer Cutters ist? 7 zu 14. Also, so ganz ist die Messe ja noch nicht gelesen. Ist jetzt auch wenig Geld wieder bei LGB vorhanden. CTs waren gerade einfach zu weit von der Mitte entfernt. Also gegen den B-Split war die AWP eigentlich fast machtlos. Er macht zwar den ersten, aber danach sofort getötet. Krims probiert halt noch den richtigen Move, da in die Cutters zu pushen, wenn er da alleine am B steht, aber wird auch sofort gefragt. So, und jetzt laufen die Ekos ähnlich ab. Eben bei LGB. Man merkt also schon, dass da so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gerade reinkommt bei USSR. Also, wo sie da eben noch als CT extreme Probleme hatten und Angst hatten, ja. Noch eine Spar. Am Anfang ist USSR eigentlich immer zu viert in der Mitte. Wenn das halt LGB mal langsam rafft, dann könnten sie halt relativ zügig Cutters ausschließen und sofort wissen, was sie eigentlich spielen. Oh, so kann er jetzt. Oh, schönes Ding noch. Trotz einer P. Hat jetzt die Waffe und. Oh, okay. Wir haben sofort Macht ein. Boah! Sind da jetzt los? Krass! Das war krass. Boah! Ja, und was macht der Autodirector? Geht natürlich auf den letzten Frag. Glückwunsch, Zong. Ach, ich liebe ihn. Also was Exim da auf der Schräge gemacht hat, war echt nicht schlecht. Auch wenn er ein bisschen lange gefaced hat eigentlich und Glück hatte, dass er dann nicht für bestraft wird, hat er eigentlich die Runde gewonnen. So, jetzt lang, schnell angegangen von USSR. Aber auch mit ganz wenig Equipment. Zwei Leute gehen jetzt kurz durch. Jetzt wird es halt schwierig. Jetzt stehen drei Leute am Spot und die Kurzspieler haben noch ein bisschen Angst. Jetzt muss keiner kurz kommen. Hier steht. Ah. Exim. Ja, oder verschießt mit der AWP. Verschießt nochmal mit der AWP. Verschießt nochmal mit der AWP, aber trotzdem sollte die Runde eigentlich safe sein für LGB und damit auch die 16. Runde. Olaf jetzt noch mit dem Frag Bite, aber kurz. Keep it real ist bekannt. Oh, ist auch blind. Maus jetzt aber lang, veraimt, macht einen Fragning 1, die Runde kann er nicht mehr holen. Sollte er nicht mehr holen können, schöne Kick noch. Ja.